So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde ATS. Wir sind wieder in Idaho und meine letzte Lieferung in dem Kartoffel-Event hat natürlich nicht gezählt. Das müssen richtige Kartoffeltransporte sein. Über 100 Meilen und so wenig wie möglich natürlich. Also Streckenlänge, so wenig wie möglich. Und von Boys, wo ich jetzt bin, gibt es hier eine Kartoffellieferung nach Ketchum. Und die ist 132 Meilen lang, sollte in 2 Stunden 32 erledigt sein. Jetzt haben wir 7:24, 18, 19, ja, okay, also, ja, ein bisschen und das noch mehr hinfahren. Was für ein Abholen müssen wir natürlich auch noch in der Zeit ausführen. Aber in Amerika dürfte es ja glücklich länger hell sein, an der Stelle, wo ich jetzt bin. Amerika ist ja groß. So. Lass uns loslegen. Ups, meine Anzeige hat sich verstellt. Moment, das muss ich mal richten. Und zwar, indem ich an das drücke, dann muss ich natürlich meine Brille ein Stückchen hochschieben. So, Speed. Und ich denke, das ist. Dann hat sich bestimmt mein Licht auch schon mal ausschalten. Das mache ich auch gleich noch an. So, mal drücken. Gut. So. Sprit haben wir noch, ja. Diesel haben wir noch. So, dann wollen wir mal loslegen. Fahren wir durch. Ich fahre wieder mit nicht mit einem eigenen Trailer, mit einem Fremdtrailer. So. Okay, dann wollen wir mal sehen. Ach, nein, doch. Na ja, gut. Schauen. Biege nach rechts ab. Na los, Frau. Oh, nee, der muss holen. Durchlassen. Jetzt noch. Den ist rechts abbiegen. Ach ja, Wellbot. Biege nach rechts ab. Wellbot. Wellbot. Müsste es ja gleich irgendwo stehen. Hier endet es. Ach ja, hier hinten. Da steht sie, meine Frau. Dann tun wir ja gleich mal so. Dann können wir hier gleich mal rückwärts ranfahren an meine Frau. Sollten wir hinkriegen. Machen langsamer. Ja. Buck. Eingedockt. Vorsicht und aufladen. Auf geht's. So, nochmal eine Runde um den LKW. Gucken, ob alles klar ist. Oh, schön. In Drillen. Da haben wir keine Ahnung. Doppeltrailer, so. Ja, alles klar. Schönes Ding. Schönes Auto, mein Zug. Und reinsetzen und ab.
Ja, wie gesagt, wir haben jetzt noch ein bisschen Auszeit, weil wir müssen ja 5, 6 Fuhren müssen fahren. 6 Fuhren. So. Sechs Fuhren. Biege nach rechts ab. Ja. Sorry. Hab gesehen, aber ich dachte ja nicht, dass sie so schnell sind. Normalerweise würden die auch ein bisschen bremsen. Aber gut, egal. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, in Amerika darf ich rechts abbiegen bei Rot, aber es ist eh grün. Also was soll's. So. Ach so, Uschi. Ich hab dich dann an, grüß, schön, dass du mal dabei bist. Ja. Ja. So, wie ich denn auf dem Form? 70, na ja, dann komm mal. Power geben bei 65, schneller kann man da extra auf der Rennen fahren. Bin ich gestern nach Bad Hersfeld gefahren in meinem eigenen Auto mit einem Relive. Schön. Mal wieder richtig schöne Strecke gefahren. Und habe mehr gehabt. Bin über 100.000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Mit meinem echten Auto. Biege nach links ab. Es war nicht so sehr viel. Aber das dafür, dass ich den schon 11 Jahre habe. Aber immerhin. Bisher, ich habe ja vorher einen Unfall gehabt. Also, gut. Also, ich habe einen Unfall gehabt und bin froh, dass ich laufen darf und dafür ist das dann doch schon beachtlich. 100.000. Ja, und ich mache es halt nicht mehr beruflich. Ja, also mehr Meilen oder Kilometer zumindest. Immer geradeaus. Mache ich hier im ADS, ETS. Ja, und das ist nicht ganz so schlimm, wenn da irgendwo mal das Dach wahnsinnig da. Das gründet jetzt bald wieder mit der Polizei.
wenn da mal irgendwas passiert oder so, ist nicht so wild. Aber trotzdem mit der VR-Brille ist voll realistisch. Die Gegend sieht total genial aus. Also kann man von der Wirklichkeit eigentlich kaum unterscheiden. Das ist Wahnsinn. Bitte rechts halten. Ich muss ja erstmal gucken, ob meine Box zu unserer Brille durchschiebt. Meine Lautsprecher außen, weil ich Kopfhörer auf habe. Und dann würde sich das wieder doppeln. Zumindest das, was Uschi sagt, wo ich lang soll. Wenn das durch die Lautsprecher kommt und dann ins Mikro zurück eine Rückkopplung kriegt, dann wird das schon mal ein Effekt. Das ist ja nicht so schön zum Zuhören. Jo, es wird schon dunkel. Es dunkelt schon. Ja, müssen wir jetzt mal durch. Demnächst links abbiegen. Next. Mal sehen. Biege nach links ab. Frei hier. Und dann warum mit der Kiste? Ja. Na, wie sehen wir geradeaus hier? Im Handy-Navi.
immer geradeaus. Und ich bleib hoch. Steh auf dem Gas und da kommt nichts. Oh, ihr seht so auch schon in meinen untersten Haaren. Da haben wir es gleich geschafft. Immer geradeaus. Ui. So. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So. Immer geradeaus. Stoppschild. Schön anhalten. Na. Übrigens, was mir gestern beim Fahren aufgefallen ist, ich kommentiere mich jetzt beim Fahren. Demnächst rechts abbiegen. Wie der Mensch sich anpasst oder Lernfähigkeit oder so. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Sagt jetzt muss rechts fahren, jetzt links. Ja, also irre. Ja. So. Das müsste aber dann jetzt das erste Mal zählen. Wo ist es da? Ist die Markierung? Wenn sie grün ist, gut, stehe ich gut. So. Okay, dann wollen wir mal schauen. So, abgeben und. Alles gut gelaufen. Wird sie auch nirgendwo angezeigt, ob sie gezählt hat. Müssen wir jetzt mal auf dem Profil gucken. 2 von 7, jo, alles klar. So, dann werde ich jetzt auch ein paar fahren noch, ohne dass ihr dabei seid. Also macht's gut. Es wird dann ja zu langweilig. Tschüssi.